So, willkommen zurück in der joinDOTA League Season 4 im Winners Bracket Halbfinale zwischen 4ASC und Goomba. Best of 3 und nachdem Blacklight nun auch connected ist, können wir ins Spiel reingehen. Das erste Spiel hat 4ASC auf dem Rücken eines wunderbaren Mitumaman Juggernauts relativ überragend gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann in Spiel 2 läuft. Ob es jetzt hier Juggernaut First Bun? Ich gehe ehrlich gesagt mal stark davon aus. Oh, doch, erstmal Viper. Na gut. Na? Juggernaut Bun? Na komm, ihr wollt es doch auch. Also tatsächlich hat man da hier sehr stark gesehen, dass es, dass der Juggernaut es definitiv wert ist, gebannt zu werden, beziehungsweise man dagegen eine Antwort haben sollte. Free Farm der Juggernaut ist doch relativ böse, besonders weil man im Level 6 halt den Offlaner instant töten kann. Ähnlich so wie ein Void, der aber das Support dafür braucht, kann Juggernaut halt Level 6 Omnislash, man findet den Offlaner alleine und tot. Aber trotzdem kein Juggernaut-Bann. Aber Goomba hat auch First Pick, von daher wahrscheinlich wollen sie den Jugger jetzt einfach selber picken. Und vor Anchors müssen jetzt gucken, ob sie dagegen einen Konter haben. Aber sie bannen den Juggernaut selber. Haben es wohl gerochen, so, okay, wenn sie den Jugger nicht bannen, dann wollen sie wahrscheinlich selber picken. Von daher, ein schöne Mindgames hier von beiden Teams. AA, tatsächlich First Pick von Goomba. Mal schauen, ob sie irgendwas mit Void machen oder sowas. Aber vorher ist sie holen wieder die Venge mit und selber den Void tatsächlich. Ich dachte mir, die Venge kommt wieder als Konter für den Void oder für den Batrider. Aber Venge generell sehr stark, gerade der Most Picked Support im Spiel. Sofern ich das bisher mitbekommen habe. Aber auch Void ist immer noch trotz jedem Patch und Nerf immer noch drin. Weil, hey, eine Chrono ist halt eine Chrono. Aber diesmal haben wir einen Rubik im Spiel. Er wurde letztes Spiel gebannt von 4Anchors und C-Captain. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwas im Kopf von wegen Ede Rubik ziemlich strong. Bin ich mal gespannt, aber ich glaube, wir sehen hier dieses Spiel einen Ede Rubik. Und es wird vorzüglich zu gucken sein, wenn Goomba irgendwie hier was in dieses Spiel bekommen. Denn Rubik von vorne ist immer geil. Aber ja, Rubik von hinten ist halt so eine Sache. Ist ein starker Held, aber ja, sein Einfluss ist besser mit einem Blinkdagger. Und generell stirbt er als erstes, wenn das Team zurückliegt. Und besonders mit dem Zeus. Es überrascht mich tatsächlich aber auch trotzdem, dass Zeus hier in Rubik eingepickt wird, denn Null Field 20% Magic Resistance kann im Teamfight doch schon einen Ausschlag ergeben. Centaur wird jetzt hier gepickt, wird wahrscheinlich Pipe First gehen. Und dann haben sie doch schon relativ gut Magic Resistance, um hier gegen Zeus zu bestehen. Und daher, vielleicht sollten 4ASC hier nachdenken, Zeus zu Support zu spielen. Ist wahrscheinlich besser. Andererseits, ein Zeus geht ab, egal was die Gegner machen. Ein Zeus Farm bekommen. Das meiste wahrscheinlich, was Goomba hier tun kann, ist einen starken Midlaner zu picken, um den Zeus einfach nicht zu feeden. Denn Teil davon ist natürlich auch Pub-Erfahrung, aber hey, Zeus in Pubs, die ein bisschen gefeedet werden, you're gonna have a bad time. Tja, Buns von Goomba waren hauptsächlich die Supports. Hier Witch Doctor für die Combo in einem Faces Void und auch Scareth Mage für die Faces Void Combo. Sehr sinnvoll. PA und Storm Spirit raus für Goomba, die halt eben noch die Cores brauchen. Mitte, Carry. Ja, eben die PA wegen der Evasion, die hier in der Chrono ja immer noch vorhanden ist. Und außerdem wohl den Storm Spirit, denn so viel Control bis auf die Magic Missile scheinen 4Anchors und C-Captain bisher noch nicht haben und wahrscheinlich nicht zu bekommen. Denn sonst hätten sie wahrscheinlich nicht so viel Angst vor einem Storm Spirit, einen Bloodseeker. Wow. Nice. Bloodseeker, wahrscheinlich einen Supporter. Keine Ahnung, seit dem Patch wurde eigentlich gesagt, okay, Bloodseeker ist jetzt ein Support. Aber man kann ihn immer noch eigentlich als alles Mögliche spielen. Trotzdem, ja, Zeus und Blood Rage. Aua.
Akzent dauert, sollte wirklich diese Pipe bauen. Und prinzipiell hängt viel davon ab, ob er diese Pipe rausbekommt oder nicht. Holy, 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 ja. Pipe, very important this game. Sehr pappige Strategie irgendwie vor AFC. Vor ASC. So. Guck mal, müssen sich jetzt überlegen, okay. Wir haben 4 Magic Damage. Wir brauchen irgendwas, was tanken kann. Wir brauchen auch irgendwas in der Krone. Und sie gehen in der Legion Commander. Tanky durchaus. Bisschen mehr Richtung Pickoffs orientiert. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber Zeus hat natürlich auch immer das Ulti, um zu scouten. Von daher weiß ich nicht, inwiefern sie jetzt hier viele Gangs hinbekommen werden. Ja, aber klar. Legion ist ein starker Pick hier. Können sie gut carryen. Die Frage ist, was sie jetzt halt noch in der Mitte spielen. Tidehunter Ban tatsächlich interessant. Weil Offlane dachte ich eigentlich, dass Center Order schon da ist. Phoenix. Erstmal nochmal für die Offlane gebannt. Faces Void wird wahrscheinlich ein Core sein. Könnte aber auch Offlane gespielt werden. Aber ja, ich weiß nicht. Offlane ist da, glaube ich, gar nicht so schlecht. Denn die Kombo von Goomba eigentlich heißt Lift und Cold Feed. Und da kann Faces Void einfach rausjumpen. Und es ist erstmal ein Jakiro. Wir haben hier 4 Helden, die als Support gespielt werden könnten. Und nur 2, die es werden. Das ist sehr interessant. Es könnte ein Jakiro Offlane sein. Es könnte aber auch ein Void Offlane sein. Andererseits, naja, als Hard Carry sollten sie Void schon Safelane stellen. Zeus wahrscheinlich Mitte. Und ein Bloodseeker Offlane? Nee. Wird wahrscheinlich ein Jakiro Offlane. Wäre sehr cool, besonders weil er dann den nötigen Damage hat, um halt in der Art auch in der Krone zu, ja, sich zu entledigen, den Damage. Und Goomba. Wir müssen jetzt einen Hard Carry nehmen. Oder in der Mitte. Was aber eventuell, da die PE jetzt schon draußen ist, bin ich mir nicht ganz sicher, was sie jetzt hier noch picken könnten. Irgendwas, was, also ich glaube, Ganks sind relativ gut gegen vor AFC. Denn so viel Escape haben, also die haben nicht so viele Helden mit Escape. Void als einziger ist da ein bisschen elusive. Und natürlich, wenn Venture Spirit die Defensive Swap machen kann. Trotzdem ist es vielleicht ein Carry, der, okay, oder eine Windranger, die ein bisschen gankiger ist, ja, definitiv. Windranger kann da funktionieren. Legion Commander will auch sehr aktiv sein. Von daher haben wir jetzt ein richtig aktives Lineup von Goomba gegen 4ASC, die doch gut im Teamfight sind, aber doch sehr stark auf der Chrono basieren. Halt auch wieder Cooldown-abhängig sind. Von daher würde mich nicht überraschen, wenn jetzt Void auf einen Arcanems geht. Aber trotzdem sind das einige Sekunden, die hier dann frei sind für Goomba, wenn die Chrono draußen ist. Müssen wir schauen, ob es Goomba hinbekommt, die Chrono zu dodgen und danach zu engagen. Oder ob sie halt einfach eine 5-Man-Chrono landen und das Spiel relativ schnell vorbei ist. So, dann haben wir die Lanes, die vielleicht Boogie jungelt vielleicht auch. Das wäre auch witzig. Es ist, glaube ich, ein Jungle-Bild. Es ist tatsächlich ein Jungle-Boogie. Okay. Fängt an, sich schon hier die ganzen frei zu machen, um sie zu jungeln. Habe ich früher im Lifestealer mal gemacht, tatsächlich. Das. Kann er hier reingehen? Reicht das zum Pullen? Ich glaube, das ist ein Jungle-Bloodseeker, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Anyway. Auf der Seite von Goomba haben wir Chill auf der Offlane, der tatsächlich mit Gasha und Edis supportet wird. Und eine Aggressive Trilane darstellt. Wir haben RMN, der alleine auf der Toplane mit der Windranger ist und exist in der Mitte auf der Legion. Von daher ganz andere Lanes, als ich sie erwartet hätte. Mal schauen, ob es auch ganz andere Lanes sind, als vor ASC erwartet hätten. Die erstmal mit Valex als Support Venture for Spirit auf der Bottomlane, Boogie auf dem Bloodseeker. Nicht sicher, ob Jungle oder nicht Jungle, aber es sieht mir sehr nach einem Jungle-Bild aus. Matuma Man auf dem Carry Void. Hier unten Trixie, der sich ein bisschen battelt mit RMN auf der Toplane. Solo und Nemphi zu guter Letzt auf dem Zeus in der Mitte, der Support-Items hat. Okay, wahrscheinlich wird er doch die Mitte Boogie überlassen.
Oder nicht? Okay. Support Zeus in der Mitte. Aber gut, so viele Items braucht Zeus ja auch nicht. Besonders, wenn er einfach für die Bottle spart. Ja, weil es sind halt... Gut, es ist ein Iron Branch. Und der Rest ist doch mit der Items. Na gut. So, mal schauen, ob Goomba hier mit der Strat da klarkommt. Aber Metal Man hat Time Walk geskillt und bekommt hier nichts. Schade für Goomba. Das hätte durchaus funktionieren können. Auch wenn tatsächlich Time Walk zwar trotzdem eine geringe Range hat, aber eigentlich genau reichen sollte, um aus dem Cold Feed rauszukommen. Exist wird doch relativ low auf der, in der Mitte. Klar, gegen Zeus. Könnte hier... Nein. Was? Disconnects. Yay. Und Timberman farmt gar nicht mal so gut, was immerhin schön für die Offlane ist hier. Die Frage ist, ja, sie haben keinen Hard Carry vor ASC. Also haben nur mit Timberman als Hard Carry, aber trotzdem haben sie sehr viel Midgame. Von daher, wenn sie, ja, nur mit Timberman Shutdown, sollte das wahrscheinlich nicht ganz reichen. Auf der Toplane haben wir nämlich RMN, der hier doch einige Probleme hat. Alleine gegen den Jakiro, der einiges an Harris raushaut. Eventuell hier sogar den First Blood bekommt. Nee. Muss hier hoch salven. Kriegt die Salve sogar noch abgebrochen. Salve wäre zwar im Nachhinein nicht möglich gewesen, aber Rubik ist jetzt hier tatsächlich der den First Blood auf die Vengeful Spirit solo im Wald findet. Das ist natürlich der Chilling Touch, der Two-Imba ist. Richtig stark. Und Windranger suicidet sich in Neutral Creep, damit sie schneller nach Hause kommt. Nach der Bottle ist das auch ist es auch sinnvoller. Auch ein paar Andeutungen hier davon, um vielleicht zum Jumpen zu bewegen, aber erstmal nichts. Ansonsten haben wir hier Ede, der alleine ist. Er hat gehofft, den Bloodseeker zu finden, aber Ede auf Level 1 wird natürlich nicht hinkommen und eventuell wird die Vengeful Spirit ihn alleine. Geht jetzt sogar dem Bloodseeker entgegen, damit er ihm einen Kill gibt? Nee. Okay, was tut Ede, oder was hat Ede da getan? Sollte sich jetzt vielleicht umdrehen und die Clarity abbrechen, weil er tot ist oder sowieso? Ich weiß nicht, was er hier tut. Also ja, ich weiß nicht, ob diese eine Sekunde hier runterlaufen, die sie eine Sekunde runter hoch brauchen, sind zwei Sekunden verschenkt. Dafür hält die Clarity natürlich genauso lange, dass da noch eine Magic Missile drin ist. Hätte ich mich wahrscheinlich dafür entschieden, doch eher die Clarity abzubrechen. Aber gut, 2-1 für 4ASC. Die hier drin sind. Ja, und auch ein paar komische Kills im Wald bekommen. Aber naja, prinzipiell müssen Goomba da auf den Wald in Boogie Jungle halt, ne? Exist könnte hier kein Problem geben. Ah, Magic Missile ist hier wieder rausgekommen, siehst du? Die wäre eventuell nicht vorhanden, wenn die Clarity abgebrochen werden würde. Aber ich glaube, hier kommen sie nicht ran. Laufen hier noch hinterher. Aber Exist, ja. Kriegt natürlich den Damage, den ein Zeus halt raushaut. Trotzdem lange Rotation. Es ist halt chill irgendwie hier. Und ja, ist halt ein bisschen irgendwie weg. Ist nicht auf seiner Lane. Matumaman kann farmen. Und Chill kann nicht farmen. Inspiration nutzt die Zeit, um ein bisschen Farm zu bekommen. Aber ja, generell hat Chill da mit der Rotation ein bisschen verkackt. 1000 Gold hätte er wahrscheinlich lieber zum Farmen nutzen sollen. Auf der Toplane haben wir allerdings Trixie gegen RMN. Und RMN ist immer noch mit dem Farm on par mit dem Jakiro, was mich tatsächlich sehr überrascht. Klar, mit der Bottle. Gerade so. Bottle auch schon wieder leer. Es wird schwierig sein, hier noch ein bisschen länger zu bleiben. Aber immerhin holt er die wichtigen ersten Last-Hits da raus. Bottle ist halt da. Vielleicht, ja, wahrscheinlich RMN braucht die Faceboots, um
bevor er da richtig was machen kann. Auch interessant, Windrun wird hier geskillt. Oder, ja, doch hochgeskillt. Weiß nicht ganz, was es bringt. Natürlich bringt es halt ein bisschen Slow noch dazu. Aber der Hauptteil wäre eigentlich, einmal eben das Liquid Fire zu dodgen. Und dann vielleicht doch zu shackeln. Vielleicht sagt er auch, hey, Jakiro ist so lahm. Da brauche ich keine Shackles für. Trotzdem Wind Ranger ist langsamer als Jakiro. Aber der hat natürlich auch schon die Boots. Und die Boots geben 10 mehr Movement Speed. Gerade. Aber egal. Na gut. Ansonsten, was passiert sonst noch auf der Lane? Wir haben nichts. Und nichts. Nemphi hat die Bottle natürlich schon. Exist auch. Von daher bei der Offlaner hier relativ even. 17 zu 1 gegen 21 zu 3. Xist farmt tatsächlich ein bisschen mehr. Als Zeus, der auch natürlich nur Last hitten kann. Allerdings jetzt hier Void. Relativ low. Oh, der Hit kam noch gerade so rein. Hätte ihn nicht getötet, aber hat er immer den Salve abgebrochen. Was nicht böse ist, kriegt aber jetzt wahrscheinlich die zweite Salve. Ja. Kriegt die zweite Salve, aber sehr knappe Sache. Chilling Touch sollte man wie immer nicht unterschätzen. Das haut einiges rein. Auch so ein Void, besonders ohne Backtracks, tun die natürlich umso mehr weh. Denn eigentlich... Ja, nee, eigentlich nicht. Statistisch gesehen ist es egal, ob du mehr wenig viel Damage hast oder viel wenig Damage hast. So, Nemphi wird hier angegangen, aber kommt nichts rein. Ist halt auch keine Control da. Duel dauert noch ein halbes Level. 200 XP. Aber Legion Commander wird auch langsam low. Aber Bottle... Ups. Bottle geht doch wieder zurück. Exist muss zurück. Entscheidet sich dann die Bottle lieber selber mitzunehmen. Last Hits. Void holt ein bisschen auf. Irgendwie die ersten vier... Na, die ersten sieben Helden sind irgendwie gleich mit den Last Hits fast. Pff. Aber das Problem ist eben, Boogie Jungle. Boogie kriegt die Last Hits. Und den Farm. Und Ede und Dingens. Moment. Ja. Ede und Gasha sind da doch sehr, sehr low im Farm. Mal schauen, ist Boogie Level 6? Nope. Ich weiß nicht ganz, was er hier will. Wahrscheinlich, weil die Chrono bald online kommt. Vielleicht zu ganken. Plattlast könnte draufkommen. Damage ist da. Ja, und direkt die Chrono genommen. Schön, wunderbar. Alle von daneben gestanden, den ersten Last Hit geholt und direkt die Krone gemacht. Keine Sekunde gewartet, von daher. Interessant, sieht man schon, dass genau das war geplant. Justice planned. Stun auf Gasha. Und tatsächlich wollen sie da diven. Das ist vielleicht keine gute Idee hier, denn Chilling Touch prockt. Und Matoma Man bezahlt dafür mit seinem Leben. RMN ist hier immer noch drin und geht hier down 2 zu 1. Hups. Das war ein bisschen Overextending von 4FC. ASC. Hier doch einiges abgegeben haben. Knapp 1000 Gold. Das war nicht so gut. Besonders weil Center Warner bald dann den Blinkdagger haben wird. Hat zumindest hier durch den Kill wieder seinen eigenen Death ausgeglichen. Außerdem, Legion Commander hat bald ihr Duel. Und da ist auch schon der Gank vorbereitet. Ich glaube, Trixie wird hier sterben. Duel. Aber anscheinend scheint es nicht so, weil Liquid Fire ist vorher draußen gewesen. Und das ist bitter, dass da gar kein Support war. Ein einziges TP hätte da gereicht. Ah, Cooldown. Ah, das ist doof. Beide TPs auf Cooldown. Jetzt wird auch gejuked. Es wird gejuked. 32 Leben. Und es ist zu lang dafür. Und Xis kriegt den Kill nicht mehr. Das ist bitter. Und das hätte ich auch nicht erwartet. Jukes on the max von Trixie. Wahrscheinlich hier mal Dummerman's Dodge und den Stun. Das ist bitter. Und das sieht jetzt ziemlich böse für Chill aus. Und ja gut, spätestens jetzt. Mit dem Death is Down. Mal gucken, Timelock? Nein. Kein Firsted Timelock. Mein Dummerman spielt Faces Void nicht oft genug, um genügend Skill angehäuft zu haben. Um diese First Hit Timelocks zu machen. Muss er vielleicht noch ein bisschen spielen. Ist komplett skillabhängig, der Skill. Na gut, 5 zu 3 steht's. Aber
Center Warner hat den Blink immerhin. Und vielleicht werden wir hier ein paar Blink-Action zusammen mit der Legion Commander sehen. Die allerdings noch etwas für den Blink dauern warten wird, aber hier den erstmal noch nicht braucht. Denn wir haben einen Center Warner, der die Initiation machen kann. Wir haben einen Stampede, um reinzugehen. Vielleicht will Legion sogar hier den Blink skippen. Denn, tja, was haben wir? Wir haben Blinkstun, wir haben einen Stampede, wir haben einen Lift rückwärts und wir haben Shackle Shots. Ich glaube, das sollte eigentlich genug Zeit sein, damit die Legion Commander hinlaufen kann. Besonders, da die auch noch selber Movement Speed hat. Tja, Eda hat jetzt Mana Boots. Sehr praktisch. Wenn er zum Secret Shop kommt. Das sieht bisher nicht so ganz danach aus, aber naja. Irgendwann wird er die schon noch bekommen. Was kommt hier? Bottle für Matumba Man. Okay. Und Jakiro geht hier down in der Wind Ranger. Ups, na gut. Was zum Fick? So, ich hab den Chat gelesen, das gibt's ja nicht. Also ein weiterer Kill auch noch hier auf den Void. Goomba legen richtig nach. Chill tippiert von einer Ecke zur anderen Ecke. Und natürlich Dual Damage. Praktisch, praktisch, praktisch für Goomba. 5 zu 5 steht es jetzt hier. Aber so langsam, grafenweise, haben sie das Ganze wieder runtergezogen. Und das ist jetzt die Zeit, wo Goomba zeigen können, ob sie das Spiel gewinnen oder verlieren. Denn das Lineup von Goomba ist jetzt online und von 4AFC leider noch nicht. Ice Blast kommt hier, mal gucken, ob hier Trixie angegangen wird. Wind Ranger ist nicht rechtzeitig da. Wow, und Chrono daneben. Das ist bitter. Das war relativ schön von einem Matumba Man interpoliert. Ich habe mir gedacht, okay, wir sehen hier die Vision. Geht bis hier hin, das heißt, sie wird wahrscheinlich hier den Abschneiden gehen und hat die Krone wunderbar hier hingesetzt, aber hat sich entschieden, hier hoch zu gehen und dadurch die Krone gedodged. Von beiden Partien richtig cool gespielt, aber trotzdem nicht ganz gleich. Mal gucken, ob hier Ede vorwärts geht, um den Slow zu machen. Ja, Slow auf Matumba Man und das sollte eigentlich... Oh, wunderschöner Ice Path und Powershot noch. Powershot sorgt für den Kill. Schön gemacht hier von Goomba. Hinterherzukommen, aber auch wunderschön von der 4AC. Trixie mit dem Ice Path, der beinahe das gerettet hätte. Beinahe von Boogie hier, der das Blatt. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ah, ja, es wird leider nicht abgebrochen. Bestie Attack bricht es nicht ab und Exist muss jetzt hier doch ein bisschen laufen. Und schafft es nicht. Wir werden hier doch sehr stark gedodged. Chill. Denied diesmal nicht den Tower, aber Valix wird jetzt wahrscheinlich hier down. Oh, und MV mit dem letzten Hit noch drauf. Triple Kill für den Zeus hier. Und wahrscheinlich wird gleich auf Ede geturnt. Und weiß nicht, 15 Sekunden bis Thunder God's Wrath. Da kann sie noch ein bisschen weitermachen. Ah, das Mana reicht nicht ganz für beides. Von daher doch kein Go. Aber langer Fight. Buyback von Windranger. Und einiges an Gold, knapp 2000 Gold Unterschied und 2000 XP Unterschied, die sie hier bekommen. Tja, das lief nicht so gut für Goomba. Wo haben sie den Fight zu lange gemacht und dann kam zu viel Support rein. Mal schauen, wie es hier oben läuft. Trixie findet hier Ede, aber RMN ist da. Hit, da. Ah, kein Mana. Sollte vielleicht auch nicht reingehen. Aber Trixie ist tot. Ede. Oh. Ich habe mich gefragt, ob was Zeus gewartet hat. Hat wahrscheinlich gehofft, dass er irgendwie noch ein TP benutzt oder so, damit er das auch noch abbrechen kann. Aber ja. Okay, ehrlich gesagt, ich habe Zeus wirklich vergessen gehabt. Aber ja. Schön gemacht. Und da vielleicht auch ein bisschen schön gewartet, einfach nur so. Okay, was macht er jetzt? Wenn er was Wichtiges macht, kann ich das dann immerhin mit seinem Tod abbrechen. Oder eine Salve abbrechen oder sowas. 10 zu 9. Kill gegen Kill, aber Solo-Offlaner gegen Support Rubik ist natürlich auf jeden Fall worth it für Goomba. So, T1-Tower wird angegangen.
Aber Goomba ist auch da, um es zu deffen. Bin gespannt, ob vorerst sie hier wirklich rein will. Rune. Wird gefightet im Rune. Double Damage für Nemphi. Wollten jetzt Goomba nichts mit zu tun haben. Und der Ward hier zahlt sich. Ward ist beinahe draußen, zerrt sich aber schon sehr gut hier aus. Dass wir halt gesehen haben, okay, die zwei Rotations, da wollen wir eigentlich nicht rein. Shoutout an den Chat mit den Worten Fick, Shut, Fuck und Scheiße. Anyway. So, 3 auf Goomba, aber Vision ist nicht da. Trotzdem gehen sie jetzt hier zurück. Stun trifft auf Boogie. Sehr schön. Die Frage ist, reicht es? Ah, das ist ein böses Blade Mail. Und es scheint, als ob sie das überleben. Und relativ low. Force Death ist noch da, aber es scheint, als ob Goomba hier tatsächlich wegkommen können. Iron Man nimmt sich noch ein bisschen Farm mit. greedy, aber hey. Es scheint zu reichen. Fortify hier, aber Trixie wird jetzt wahrscheinlich... Oh, schöner Defensive Swap und jetzt auf Alex. Ups, ich glaube, das wollte er nicht. Ja, das wird nichts. Wunderschöner Swap und Exist konnte dann nicht schnell genug reagieren, um da nicht den Swap zu machen. Und bam! Kommt er angejumpt. Angeslidet mit dem Force-Staff und holt sich mit sehr, sehr, sehr viel Style diesen Kill. Der, na, immerhin 380 Gold wert war. Definitiv Style Points für Nemphi hier. Tja, Seeker hat erstmal das Wichtigste natürlich. Blade Mail. Die hat sich hier schon richtig stark ausgezahlt. Damit das Zeus wirklich doch einiges reinhauen kann. Tja, Networth. Void sehr weit hinten. Bloodseeker im den Last sitzt natürlich sehr weit vorne, aber es sind natürlich auch alles Easy Camps. Von einem Networth sieht das schon eher aus. Zeus weit vorne, dicht gefolgt von der Windranger und vom Zent. Nun muss man halt gucken. Ein gefarmter Zeus hat den Damage natürlich auch sehr, sehr weit übertragen auf das gesamte Team. Von daher glaube ich, dass ein gefarmter Zeus hier wichtiger ist. Und ja, da wird sich, sneakt sich erstmal den nächsten Kill. Boogie Slow. Oh, ganz knapp. Ich glaube nicht, dass es gereicht hätte. Andererseits 360 Damage. Aber magical, ne? Hätte nicht ganz gereicht. War aber ein sehr schöner Snap-Versuch mit diesem neuen 2600 Range. Hätte das beinahe gereicht. Okay, 17 Minuten. Der letzte T1 soll fallen. Vorerst sorgt dafür, aber Shackle hat gesessen. Schön, aber wieder Defensive Swap, trotzdem Long Range Shackle. Chill ist jetzt hier sehr weit drin, aber wunderschöne Chrono hier von Ede, der sie gesteert hat. Um das Ganze noch ein bisschen rauszuzögern. RMN jumpt da noch ein bisschen rum. Schöner Shackle hier. Und Gashner sorgt dafür. Letzter Hit trifft auch noch keinen Backtrack. Und Trixie ist hier zusammen mit Boogie der Einzige, der noch hier rumlebt. Gasha ist sehr low, kriegt aber auch noch den Kill. Zwei Leben immer noch. Trotzdem bisher ein 1:3 Trade, so wie ich das hier sehe. Trotzdem geht der Tower aber an vor ASC. Und Fight Recap. Ah nein, Fight Recap ist nicht zu Ende. Nemphi holt sich mit dem nächsten Style Points mal wieder den Kill. Bam, Stun ist draußen. Will hier nichts nicht machen. Aber vielleicht sollte hier doch noch... Da ist der Winner. Stampede auch noch raus für Trixie. Den sollten sie auch noch bekommen. Wenn hier rechtzeitig... Nein, Valix ist hier. Stun ist da. Nein, kein Blink ist möglich. Aber der Shackle sorgt dafür, dass er auch drauf ist. Valix wird wahrscheinlich auch noch down gehen. Und prinzipiell ein kompletter Team-Wipe. 2:5, wenn ich mitgezählt habe. Das ist ein sehr langer Teamfight gewesen. Fight Recap. Mal gucken, ob der mitmacht oder ob er wieder irgendwie ausgesetzt hat. Fight Recap. 2:5. Knapp 4000 Networth Unterschied und 5000 XP für Goomba. Die sich damit, würde ich mal sagen, wieder ins Spiel gebracht haben.
Net XP wieder komplett even. Net Worth. Wird jetzt wahrscheinlich gleich noch ein bisschen runterdippen. Aber wow. Goomba sind wieder im Spiel. Und haben hier gezeigt, Overextending können vorerst sie sehr gut. Und Overextending können sie sehr gut punishen. Und es ist noch nicht genug. Smoke und ab durch den Wald. Schauen, ob sie hier was finden. Bislang könnten sie den Jakiro finden. Aber der könnte eventuell mit dem Camp schon wieder fertig sein, bis sie da sein. Es sieht nicht danach aus, aber ich glaube auch nicht, dass Goomba hier wirklich so tief diven wollen. Finden hier eventuell Valex. Oh. Dieses Zeus Ulti und Valex so, wait a minute, warum ist hinter mir auf einmal jetzt alles aufgedeckt? Aber kriegt es dann doch nicht mit. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber immerhin. Duell für Goomba. Da hat Valex nicht aufgepasst. Weil ich ja weiß, das zweite Ulti trifft halt nicht, aber es ist aufgedeckt. Aber RMN wird hier wahrscheinlich down gehen. Ist immer noch gesilenced. Oh, ganz knapp. Der Hit ist nicht rausgekommen. Chill ist hier low. Aber nein, Stampede will man nicht mit der Rage anmachen. Aber bleibt jetzt hier stehen. Könnte jetzt blinken, um sich zu suiciden, aber wird er nicht tun. Ist hier auch wieder weg. Schön gemacht, schöne Geduld gehabt. Und sehr, sehr knapp, dass die Wind Ranger hier wegkam und dann auch noch turnen konnte. Einiges geused hier von Goomba, um da im Spiel zu bleiben. Aber schöne Rotations. Und weitere Props haben jetzt das... Okay, zum dritten Mal in diesem Spiel den Networth-Graphen wieder runtergezogen. Mal schauen, wie weit er da noch runterdippen wird. Und ob jetzt Goomba das wirklich jetzt den Vorteil rausholen können, den sie brauchen. RMN mit Blink. Mit Mjolnir. Mit Maelstrom erstmal. Einiges an Damage da. Und jetzt kommt die Initiation von Trixie. Haben wir einen Force-Life? Nein, aber... Bam, Ice Blast Hift. Vielleicht wollen sie was machen. Schöner Shackle Shot. Ich weiß aber nicht, ob sie da wirklich initiaten wollen. Nein. Sieht nicht danach aus. Chill ist allerdings jetzt hier drin. Ede ist aber auch da. Magic Missile. Sollte vielleicht jetzt mal die Magic Missile benutzen. Ede. Nope. Oh. Schön, aber es reicht nicht ganz. Zeus holt sich die Wind Ranger. 2 zu 1 bisher der Trade erstmal. Aber prinzipiell eher Richtung Supports. Windranger Kill war auf jeden Fall nicht so ganz worth it. Goomba kriegen hier noch den Tower raus und doch einiges. Aber Zeus hat auch gut Gold aus dieser Spree bekommen. Killing Spree für Zeus. Einiges. Mittlerweile Void Comeback Midas. Und ja, mit Midas im Power Shred im Void 21 Minuten. Sehr, sehr weit zurück. Aber trotzdem sollten Goomba ihn nicht ignorieren. Denn so ein Void kann natürlich auch schnell zurückkommen, besonders mit einer Midas. Trotzdem nicht der Impact, den ich im Draft von dem Void erwartet hätte. Was natürlich auch hauptsächlich an den Lanes lag. Vorher ist sie super greedy mit einem Jungler. Und nur einem Support auf einer Lane gegen eine Aggressive Tri-Lane. Ist natürlich kein Wunder, dass es dann halt so kommt, wie es kommt. Pipe damit fertig für Center Warner. Sehr wichtig, wie schon angemerkt, gegen Zeus. Zeus ist ja zumindest nicht genau dann, wann er will, das Ulti machen kann. Wird natürlich auch einfach warten auf das Ulti. Aber besonders, wenn Zeus angegangen wird und dann das Ulti halt noch rausholen muss, ist die Pipe auf jeden Fall ihr Gold in lebenden Teammates wert. Ihr Gewicht in Gold wert ist eigentlich das Sprichwort. Passt ihr doch nicht so ganz, okay. Übrigens Rune für Ventures Build. Damit könnte man eventuell was tun. Aber hier wurde halt auch schon gesehen, oder? Bisschen Overlapping hier, dass der zumindest nach unten gegangen ist. Und wird hier natürlich erstmal ein bisschen scouten gehen. Information is important. Ja, dass das ein Elo ist, ist spätestens jetzt klar. Aber Iron Man wird hier vielleicht jetzt solo angegangen. Ja, versucht hier den Go zu machen auf den Zeus. Aber nein, 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 das TP war ein bisschen... Bisschen naiv. Und Valex direkt in die Mitte. Denn Trixie hat hier ein TP. Und oh, Chrono wird wahrscheinlich jetzt hier gesteelt. Ah nein, hat kurz erst noch gesteelt gehabt. Aber immerhin, Fadeball drauf. Nicht so viel Damage. Und tatsächlich Chrono genutzt und nichts passiert. Bitter für 4 ASC. Und ein weiterer Damage auf die Legion Commander, die jetzt bei 72 Damage nach 23 Minuten ist. Das ist nicht schlecht. Sehen sehr, sehr oft Spiele, wo halt wirklich nichts kommt und
die Legion, wenn er gar nichts bekommt. Aber jetzt, oh, mit Boogie noch. Das ist ja nett. Ups. Okay, dann wird erstmal noch geguckt, ob vielleicht jemand dahinter ist. Aber natürlich noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden fürs Duel. Wäre jetzt auch zu gut gewesen, das nächste Duel jetzt schon zu nehmen. Tja, ein weiterer Kill. Und Goomba 22-16. Einiges an etwas vorne. Gut, 2000. Okay, nicht einiges, ein bisschen was. Sind weit hinten, aber wenn sie es weiterhin so durchhalten, könnten sie durchaus was reißen. Trotzdem ist es noch nicht weit genug vorne, dass man jetzt wirklich sagen könnte, Goomba ist vorne oder so. Kommt halt alles auf den Zeus an, kommt auf die Pipe an, denn die Pipe kann prinzipiell den kompletten Zeus negieren. Ah, da wird wohl jemand wegjumpen. Aber ja, weiter wird es nicht gehen. Kann hier ein bisschen gejukt werden. Und das ist auch der Kill auf den Matumaran. Nächster Winner. 86 Damage. Schön gefunden. Schöner Smoke. Halt auch durch diese Ward schön im Smoke durchgerannt, dass sie eben das Matumaran da keine Chance hatte, das zu sehen. Konnte doch mal wegjumpen. Ein bisschen zu kurz geblinkt. Aber it worked as expected. Oh, und gerade so Tricks hier rein tippet, um hier den Kill of Chill zu holen mit dem Old Scepter. Bumm. Und natürlich Zeus schön gesneakt. Aber Mensch, was Bild ist jetzt auch gerade von Ancient Brishen in der Mitte down gegangen. Support-Duo hat tatsächlich hier Kills und Ede hat einen Swap gestohlen. Ist zwar leider noch auf Level 1. Mensch, was Bild ist auf Level 8, das ist bitter. Networth sehr weit hinten. Auch an den Levels. Mensch, was Bild ist sehr weit zurück. Valix muss da irgendwas tun. Müssen ihm vielleicht ein bisschen Space createn. Oder Space geben. Aber Swap, besonders gegen die Chrono, wird jetzt Ede sehr, sehr, sehr wichtig, sein Positioning. Aber mit dem Blinkdagger, glaube ich, ist es auch gar nicht so schwer. Tja, obwohl die Kills sind, sind wir weiter oben auch mit dem Midas und mit dem Farm, wo vor ASC trotzdem mehr aus der Map rausholen. Upp, Chrono nur auf Gasha. Okay. Tja, ist okay im Prinzip, weil Void halt gerade nicht so der Core ist. Aber es heißt halt auch, dass die Chrono down ist. Und eventuell nutzen das hier Goomba direkt, um weiter vorzugehen. Aber erstmal will keiner Farm kommen. Daher vielleicht doch eine Rotation in die Mitte. Allerdings 4 gegen 5 zu fighten, trotz Chrono down, ist vielleicht doch nicht so sinnvoll. Thundergod's Wrath in 5. Vielleicht hier doch sehr weiter Jump und direkt das Old Scepter. Nice Path auf 2, das ist nicht so geplant gewesen. Swap vielleicht jetzt hier, nein. Swap und Thundergod's Wrath haut rein. Einiges Damage, Chill ist hier in der Mitte drin. Aber geht hier einfach so down. Overextending von Goomba, die hier nicht wegkommen. Style Points for Killing, mal wieder mit dem Force Life. Oh, 0 zu 3. Overextension von Goomba. Schade, schade, schade. Bitter. Und auch noch ein Roshan. Wieder für 4AC. Kann auch die Legion Commander nichts gegen tun. Damit sollten die Goldkraften schon jetzt wieder weit oben sein, ja. Und wenn jetzt noch weitere bis 3K wieder hochgehen. Haben diesen schönen Teamfight hier leider wieder verbockt damit. Aber es ist ja halt auch das Problem bei so einem Ganking-Lineup, dass man doch viele Kills holt, aber der Gegner farmt währenddessen. Von daher ist es even. Und dann holt sich der Gegner irgendwann die Kills wieder zurück, kriegt die Sprees und mit dem Patch hast du halt dann doch einen Vorteil. Naja, vielleicht auch ein weiterer Grund, warum Ganking-Lineups tatsächlich gar nicht so stark sind. In dem aktuellen Meta. Aber werden wir sehen, ob Goomba hier weiterhin mit Ganks durchhalten kann. Oder ob es tatsächlich nichts wert ist. Weil irgendwann werden sie die Sprees abgeben. Soweit sie das aussieht, besonders mit einer Chrono. Und mit einer Rupture und mit Thundergod's Wrath werden sie die Killing Sprees irgendwann wieder abgeben. Und währenddessen farmt 4ASC genauso gut, wie Goomba Kills holen kann. Und im Endeffekt kommt dann halt 4Anchors und Sea-Captain besser raus. Trotzdem wird es noch etwas dauern. Es
Sehr schön. So, es sieht. Oh, ich stehe auf dem Wort. Alle sind missing. Okay, ich glaube, ich habe keine Zeit, diesen Wort kaputt zu machen. Gute Entscheidung von ihm, weil, ja. Der Rest von Goomba stand quasi direkt daneben. Zwei Helden. Ich glaube, wenn er dann zwei Hits hätte benutzen wollen, um die Ward zu destroyen, wäre er definitiv draufgegangen. Tja, 29 Minuten. Vor-AC haben schon eine Lead, das stimmt schon. Void kommt auch langsam nach vorne. Master of Madness ist da. BKB wird bald da sein. Ist schon gut. Der Farm auf Zeus ist halt auch relativ groß. Sehr interessant, dass er hier gar nicht auf den Arcanims geht. Es wird komplett ignoriert. Das ist leider sehr schade. Arcanims Refresher könnte jetzt schon relativ weit voran sein. Mal jetzt sehen. Und jetzt sind sich die anderen die Ginken. Schöner Blink. Schöner, schöner, schöner Blink von RMN hier. Ein Kill ignoriert. Wird hier immer noch die Vision gehabt, aber Blink ist jetzt wieder auf Cooldown. Oh, Chrono. Das war eine halbe Sekunde Zeit. Das ist bitter, aber immerhin kriegt jetzt hier noch ein Duell. Exist kriegt ein Duell. Und Ice Path auf Rubik. Was tatsächlich sehr, sehr viel wert ist. Denn Ice Path auf Rubik ohne Attack Animation ist ein ziemlich cooler Skill. Exist trifft hier auf Boogie, beziehungsweise Boogie trifft hier auf Exist. Will ihn hier soloen. Und TP einfach raus, okay. Da hätten sie aber durchaus turnen können. Besonders mit dem TP hier auf Chill wäre das ein definitiver Kill gewesen. Aber sie wissen nicht, wie viele dahinter sind, weil diese Ward ist von Radiant. Und bevor da jetzt zu viele hinterkommen, sie noch zwei weitere Kills abgeben auf ihren Wards, spielen sie dann doch eher sicher. Aber ja, auch mal schön Bloodseeker wieder zu sehen, abseits von Pubgames, wo er versagt oder halt abgeht. Aber bisher, ja, hat sich ausgezahlt, aber nicht so groß, wie ich es hätte erwartet. Oder nicht so groß, wie es hätte sein können. Ich glaube mal, dass ein Bloodseeker vielleicht mit Support, mit Blood Rage und Zeus, der mit auf Arcanims Refresher geht, mit zweimal Blood Rage, Thunder God's Wrath, da vielleicht sinnvoller wäre. Es wäre ein bisschen cheesier, ja. Und es wäre ein bisschen All or Nothing. Aber gegen die hier, also Legion Commander hat ein paar HP, aber 1400? Ich weiß nicht. Ich könnte mir ganz gut gegen das Lineup vorstellen, dass bei einem Arcanims Refresher Thunder God's Wrath vielleicht nur noch Cent steht. Und es ist eigentlich zu gut, um es zu ignorieren. Naja, BOTs von Zeus rein. Bam, Thunder God's Wrath. Okay, niemand ist in Sicht, also ab dafür. Pipe wurde genutzt, aber leider sind die Verstärkungen, die da kommen, schöner, beziehungsweise nicht schöner als Wop. Ups. Aber hey, es reicht. Dieses Wop war ein bisschen komisch. Absprache, Absprache, Absprache. Ja. Oh nein. Obwohl ich, wie gesagt, Doppel-Doppel-Ulti von Zeus werde besser gefunden, scheint es hier auch so für 4ASC zu funktionieren. Goomba haben nicht die richtigen Rotationen, um hier das Spiel zurückzuholen. Much deny. Much miss. Hält hier nicht. Und High Ground nach 32 Minuten. Na, Shackle missed. Hätte ganz gut funktionieren können. Aber müssen jetzt High Ground deffen. Ich glaube, der Tower wird fallen. Viel mehr, aber nicht unbedingt. Und sie sollten jetzt hier auch nicht zu aggressiv sein. Thunder God's Wrath ist draußen. Rupture ist auch draußen. Chrono ist draußen. Trotzdem ist das Lineup von 4ASC auch so relativ scary. Aber naja, den Tower nicht bekommen. Und vielleicht beim nächsten Mal. Roshan, außerdem 2 Minuten bis Potential Spawn Time. Das Aegis hat jetzt niemand. Stimmt, ist ja schon ausgelaufen. Und tatsächlich Ghost Scepter. Mann. Arcanims Refresher, jetzt. Ich will es sehen. Zorheus, Gif, Ulti. Schade. Naja.
der nächste Smoke von Goomba, aber er findet nichts. Außerdem haben vorher sie das gerochen und stehen schön dahinter. Passiert erstmal nichts. Weiterhin jetzt für vorher sie ab in den Jungle. Vielleicht finden sie sogar noch was. Aber Legion Commander hat Blink. Sehr, sehr viel Blink auf der Seite von Goomba. Es zahlt sich schon aus. Einzig DA hat keinen Blink. Ups, schöner Blink, aber RMN. Immerhin hat er seinen. Hat er immer noch seinen Windrun an. Aber es reicht nicht. Immerhin, dass er da noch angekommen. Trotzdem ein Kill, aber sehr viel musste hier vor FC da drauf werfen. Aber es war auch eine große Streak. 700 Gold hierfür. Oder es war gar kein Streak, aber trotzdem hat 470 Gold so. Okay. Weg und dahin gucken. Boogie wird hier down gehen. Oh ja. Oder auch nicht. Mit dem BKB reicht der Damage einfach nicht. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Und jetzt haben sie sehr lange gebraucht. Und jetzt sind vor FC da. Und die Initiation kommt. Zeus. Schön Highground. Ist wahrscheinlich besser auch so. Exist ist jetzt hier. Wird auf Warnex gehen. Die Frage ist halt, ob er schnell genug ist. Und er ist es nicht. Ice Blast Mist. Trixie. Ice Path auf 2. Ice Blast Mist. Ice Path auf 2. Matoma Man. BKB an. Zeus Ulti. Ede wird low. Exist ist low. Wird vielleicht wegkommen. Nein, Blink. Letzter Hit. Down. Exist geht hier auch down und zu guter Letzt war da noch irgendjemand, der hier lebt, nämlich Chill als einziger noch. Daneben hat sein Hart, überlebt das Ganze natürlich, aber der T2 wird wohl damit Geschichte sein. Und mit 55 Sekunden down für Exist werden sie ja wahrscheinlich zumindest mal auch High Ground gehen können, ein bisschen hochpoken können. Mal wieder down. Und RMN hat jetzt das Problem, dass er hier gebürstet wird. Oh ja. Haben sie nicht so viel entgegenzusetzen. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Ice Blast kommt hier rein, trifft 4-2. Aber das könnte, sollte, wird Rex werden. Wenn sich vorher sie trauen. Und ich glaube, da haben sie die Möglichkeit für Matoma Man. Wird hier schön zurückgeworfen. Wird wahrscheinlich poppen. Hat aber das BKB. Nein, hat er nicht. Und nutzt die Krone, um schnell genug von den Cold Feet wegzukommen. Vorher sie diven einiges. Chill ist hier drin. Stun auf 2, Stun auf 3. Ist jetzt hier aber gesilenced. Und schöner Swap hier von Boogie weg. Aber Boogie. Oh, wunderschönes Ghost Scepter E-Blade. Das hier benutzt wird, um Boogie am Leben zu halten. Lebt immer noch. Dieback von Exist und GG von Goomba. Es hat ganz gut ausgesehen. Aber hätte nicht reichen sollen. Hat dann doch. Haben einfach mit dem Ganks nicht genug gemacht. Und haben mit den Ganks, wie ich schon meinte, irgendwie Dinge wieder rausgeworfen. Und haben halt Kills bekommen, die sie im Endeffekt dann wieder zurückgetradet haben. Mit den Sprees, wenn sie overextended haben oder wenn vor ASC halt einfach gute Kombos gelandet haben. Schade für Goomba, besonders in diesem Game, wo sie durchaus eine Chance hatten. Und sehr, sehr hart getried haben, im positivsten Wort des positivsten Sinn des Wortes. Schade, schade, aber vor Anchors und C-Captain gewinnen hier doch verdient das Winners Bracket Halbfinale und sind damit im Finale des Winner Brackets. Und das sieht so aus, dass sie das Ganze gegen Unknown Team, also das neue französische Team von Bucking Mad, demnächst spielen müssen. Das Spiel hat noch kein Datum, soweit ich das sehe, und wird dann demnächst, wahrscheinlich in ein paar Tagen, dann kommen. Hoffentlich sieht man sich vielleicht dahin. Ich bin Sisterson, ihr könnt mir hier durch diesen Twitch öfters einmal angucken. Bin auch auf Hitbox, hab einen Twitter, @SistersonDOTA. Und ansonsten sieht man sich hoffentlich vielleicht sogar morgen im nächsten Joint Dota League Spiel zwischen Hehe vs. Vega. Bis dann, auf Close Button finden. Bis dann, auf Wiedersehen.